In Kairo waren laut Al Jazeera über 2 Millionen Menschen auf den Straßen. In Alexandria ein ähnliches Bild. In vielen weiteren Städten Ägyptens wurde laut demonstriert. Internationale Solidarität gab es in vielen Städten der Welt. In Wien wurde vor der ägyptischen Botschaft eine Kundgebung veranstaltet. Zu dieser haben sich ca. 500 Menschen eingefunden und wie auch schon vor 2 Tagen am Wiener Stephansplatz laute Sprechchöre gebildet. Mubarak soll zurücktreten, Demokratie und Menschenrechte und viele weitere Forderungen wurden solidarisch mit den Protesten in Ägypten verlautbart. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags wird darauf gewartet, dass der noch amtierende Präsident Mubarak eine wichtige Rede in der Nation richten wird. Die Wiener Polizei rückte mit über 40 Fahrzeugen an und sperrte großräumig die Hohe Warte ab. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung war anwesend, um etwaige Zwischenfälle zu dokumentieren, doch gegebenenfalls einzugreifen. Allerdings war dies ansicht der absolut friedlichen Kundgebung in keinem Moment nötig. Man kann Ägypten alles Gute wünschen, mögen sie die Chance auf eine bessere Zukunft haben.